So, Freunde der seichten Unterhaltung, lang, lang ist's her. Über 6 Monate. Ja, über 6 Monate mittlerweile, dass wir uns mal gehört haben. Mir geht's noch gut. Ich bin nicht gestorben. Und an sich passt auch alles, ne? Es war halt jetzt einfach nicht die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Warum sollte man dann alte Videos raushauen oder euch auf den Sack gehen? Na, ihr seid ja eh nur zur Unterhaltung da. Ja, die letzten Videos waren, glaube ich, die ich gemacht habe, waren nee, doch Ende November oder Anfang Dezember. Ach, geht ja gar nicht. Im November war ja schon dicht. Dann sogar noch. Also, ja. Gut, also das letzte Mal ist sogar noch länger her, weil ich ja auch immer vorproduziere. Ja, okay, aber hier sind wir wieder. Mir geht's relativ gut, also zu den Umständen entsprechend. Ja, ich hoffe, bei euch allen auch. Gibt ja jetzt die ein oder anderen Lockerungen schon wieder oder allgemein schon weitaus mehr, was man jetzt machen kann. Und natürlich habe ich auch finanzielle Einbußen gehabt. Erhebliche, aber ich will mich gar nicht beschweren. Also im Gegensatz zu anderen Leuten geht es mir wahrscheinlich blendend. Das will ich auch gar nicht, ja, gleichsetzen oder irgendwie jammern. Also mir ging es eigentlich relativ gut. Und geht es auch jetzt noch relativ gut. Habe auch die Hallen zum Beispiel überhaupt nicht vermisst. Gar nicht. Bin zwar immer viel spielen gewesen oder allgemein viel spielen, aber hat mir jetzt großartig nichts ausgemacht. Ich denke mal, dass es bei euch das gleiche war. Beim Großteil, klar, ein bisschen hat was gefehlt, aber man sieht, dass es geht. Easy. Wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen eine Abstimmung gehabt, wie es denn ausschaut, weil jetzt demnächst viele Hallen wieder aufmachen. War ja ganz interessant eigentlich, dass sogar der Großteil der Leute komplett aufgehört haben, jetzt zu spielen. Oder jetzt der Meinung sind, ja, dass sie aufgehört haben. Und ich hoffe mal für die Leute, dass sie es auch durchhalten, dass es so bleibt. Wenn es euch nichts ausmacht, dann ist es natürlich schön, wenn ihr auf dem Kanal bleibt. Aber wenn ihr euch selber schützen wollt, abonniert den Kanal nicht. De-ASOD abonniert, bleibt weg davon. Wenn es euch so einfacher fällt, ne? Ist besser so. Aber es ist generell, dass die Mehrheit jetzt eigentlich gesagt hat, nee, erstmal nicht, sondern waren, glaube ich, 60%. Gerade mal 40% wollten dann wirklich gehen, auch mit negativen Tests waren noch weniger. Oder am wenigsten sogar. Ja, ist interessant. Ich war jetzt vor ein paar Tagen. Geht ja nicht vor ein paar Tagen, die haben ja erst vor ein paar Tagen aufgemacht. Also ich war vor kurzem mal gewesen, weil ich hatte ja im letzten Monat, sortiere deine Gedanken, Dennis. So, weil ich war ja beim letztes Jahr war das, da war ich dann, nachdem die Hallen aufgemacht hatten, bin ich relativ schnell gegangen, weil die Hallen dann immer meistens nochmal zum Anlocken ein bisschen was geschmissen haben. Da hatte ich ja dann auch mein Vollbildforscher gehabt. Und auch dieses Mal waren wir dann unterwegs. 3x140 gedrückt. Zwei Spiele jetzt an sich eigentlich nicht so. Eher wirklich durch Gewinnbilder, vollere Statuen gehabt und wie gesagt 3x140 und 500 Euro auf dem Tacho gehabt, dann lief optimal. Ja, aber so wird es nicht weitergehen. Danach ging es ja auch stark bergab. Generell werden sich viele Sachen ändern. Jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern insgesamt, weil am 1. Juli 2021, also jetzt nächsten Monat, tritt die neue Glücksspielverordnung in Kraft. Es kommen einige Änderungen, nicht nur betreffend Online-Casinos, wo das Ganze jetzt schön reguliert wird. In meinen Augen teilweise auch ein bisschen überreguliert. Manche Sachen bin ich absolut konform mit, finde ich auch super cool, aber manche Sachen gehen nicht. Und dementsprechend, ja, wird nicht nur das Online-Casino reguliert oder über einen neuen Glücksspielstaatsvertrag gehandelt, sondern auch die Spielhallen werden nochmal weiter reguliert. Dementsprechend haben wir von der TR 5.0 Version 1 die Einführung der TR 5.0 Version 2. Das bedeutet,
Jedes Gerät kann nur noch mit Karte bespielt werden oder Spielercode, je nachdem, wie das einzelne Casino das halt handhabt. Und die Anzahl der Geräte wird von 12 auf 10 pro Konzession, glaube ich, runtergeschraubt. Ja. Dann kommt außerdem, soweit ich weiß, auch noch eine Spielerregistrierung. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon im Juli dann eingeführt wird oder ob das dann im Laufe der nächsten Monate jetzt dann kommt, weil es ist ja so, das wird ein. Im Moment ist es ja so, wenn du dich sperren lässt, du musst ja von Halle zu Halle laufen, ne? Und ist dann immer auch nur auf ein Jahr begrenzt und so weiter. Also es ist ziemlich anstrengend, ne? Wenn ich jetzt überlege, ich habe in der Umgebung 10 Hallen und will mich sperren lassen, ist es extrem nervig, weil ich wirklich jede Scheißhalle anfahren muss, um wirklich nicht in Versuchung zu kommen. Und das wird irgendwie jetzt im zentralen Register vermerkt, daher auch vorher eine Registrierung und dementsprechend fallen auch Sperren zum Beispiel leichter, wenn man sich jetzt sperren lassen will. Also nochmal was für ein Spielerschutz. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, genau, wenn wir schon bei dem Thema sind. Es mit den neuen Verordnungen, ein Gerät nur noch. Dann Wartepausen etc. pp. Es macht absolut keinen Sinn mehr in den Spielhallen. Außer man hat ein bisschen Geld drauf, höher zu spielen als maximal 50 Cent vielleicht. Aber das Geld ist sonst zu schnell weg. Es macht auch keinen Sinn mehr in den Videos jetzt Zusammenschnitte zu machen. Früher wäre es gegangen, wo es okay war, wenn einmal in der Woche ein Video gekommen ist von, das war ja früher nicht mal 10 Minuten. Die gingen ja früher 7, 8 Minuten, die Videos. Ein Zusammenschnitt mit allem drum und dran. Aber es ist nicht mehr möglich, weil die Leute, also ihr, wollt immer mehr Content, immer mehr, immer neu. Und das funktioniert so nicht. Das geht, wenn wir schon beim Thema sind, nicht nur vom Geld dann nicht, es geht von der Zeit überhaupt nicht. Weil mit Aufbuchen, Warten, Spielen, Aufbuchen, Warten, Spielen, das alles an einer Kiste nur, das funktioniert nicht. Dementsprechend werden sich einige Sachen hier dann nochmal ändern. Wir hatten ja letztes Jahr schon ein bisschen angefangen. Es werden nur noch von Anfang bis Ende immer Sachen gefilmt. Ich werde versuchen, einige verschiedene Spiele immer zu machen, dass ihr auch wirklich ein bisschen Abwechslung habt. Dementsprechend wäre es auch wirklich cool, wenn ihr euch rege in den Kommentaren beteiligt und eventuell Spielewünsche äußert, die ihr euch wünscht. Vorrangig natürlich über Merkur und Novomatic. Also Novoline. Weil Belly Wolf weiß ich immer nicht, inwieweit ich da Zugriff haben sollte. Ne? Und dann werden wir pro Tag, jetzt ist aber gut, werden wir pro Tag immer ein bis zwei Videos hochladen. Da werde ich ein paar Umfragen machen, wie es euch besser passt, auch von den Uhrzeiten her, ob es besser ist früh, mittags oder am Abend. Da habe ich eine Umfrage gerade laufen. Die werde ich euch dann auch mal in die Kommentare nochmal mit anpinnen, dass ihr da mal vorbeischauen könnt. Dementsprechend richte ich mich da nach euch. Und es wäre cool, wenn ihr in den Kommentaren mal schreibt, ob es sinnvoll ist, dann, dass ihr am Tag zwei haben wollt. Dann machen wir zum Beispiel eine früh und die eine am Abend dann. Oder Mittag und Abend. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Also wenn ich einmal spielen gehe, dann bin ich so mit 100, 200 € dabei. Da kommen wir auf jeden Fall, auch wenn überhaupt nichts kommen sollte, auf eine Stunde, gehe ich mal davon aus. Aufbuchen und so weiter ist natürlich nicht mit drin, also nur den reinen Spielablauf. Ja, und dann laden wir es hoch, immer so in 10, 12, 15 Minuten Abschnitten, dann wird ein Cut gemacht und dann kommt das nächste. Dann einfach von vorn bis hinten, wie gesagt, dann aber auch nur auf den Einsätzen 30 bis 50 zum Start. Also 30 Cent, 40 Cent, 50 Cent, irgendwie so, wie ich es gerade im Gefühl habe, zum Start. Und falls wir uns hocharbeiten sollten, dann könnten wir auch mal schauen, dass wir höher gehen, aber alles andere macht mittlerweile keinen Sinn. Es dient ja jetzt dann einfach auch wirklich noch der Unterhaltung jetzt auf dem Kanal. Und umso mehr ihr mich und den Kanal unterstützt, umso mehr können wir natürlich dann auch machen. Ja, so viel zu dem Thema. Ich hatte aber an dem Tag, als wir unterwegs waren, gleich am Anfang habe ich noch so gefilmt wie am Anfang, also eigentlich nur die Sachen, die für mich interessant waren, außer die 340, die habe ich nicht aufbekommen, war zu viel los, also ging nicht. So ist dann geschaut worden. Das heißt, die ersten zwei Videos, die ich machen werde, die
sind noch schön zusammengeschnitten. Danach machen wir dann schön jeden Tag ein Video über den Zusammenschnitt. Ich war jetzt gestern und habe das gemacht. Oder war es vorgestern? Vorgestern war es. Ja, schneide es dann heute noch zusammen und dann laden wir schön hoch. Und dann könnt ihr euch das ja anschauen. Wenn es euch so nicht passt, wie das jetzt dann in Zukunft sein wird, dann tut es mir leid. Ich kann da leider auch nichts ändern. Dann müsst ihr euch jemand anderen suchen. Gibt ja auch genug Leute, die noch im Keller Automaten stehen haben oder ihre eigenen Hallen abfilmen oder in der Shisha-Bar ihren Automaten stehen haben und dann lernen in der Nacht, was weiß ich. Wenn das ist, was euch erfüllt, belogen zu werden oder einfach nur fake zu sehen, dann ist das okay. Aber es wird hier nicht mehr gehen. Und so viel nur, dass ihr vorgewarnt seid, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ja, wie gesagt, schön unter den Videos aktiv sein. Umso mehr ihr aktiv seid, umso mehr kommt für mich auch bei herum und dementsprechend können wir auch mehr Videos machen. Dementsprechend öfter kann ich Spielewünsche machen. Wie gesagt, Spielewünsche könnt ihr gerne regelmäßig in die Kommentare schreiben. Seid aber nicht böse, wenn es nicht sofort kommt, weil ich, wie gesagt, dann ja immer schon Stoff für ungefähr 10 Videos habe, sage ich mal. Wenn wir sagen, immer 10 Minuten, eine Stunde habe ich auf jeden Fall dabei. Das heißt, es kann immer so 1 bis 3 Wochen dauern, bis euer Spielewunsch dann wirklich auch mit drin landet, wenn ich schon vorher mit dabei war. Ja, also dürft man nicht böse sein. Ja. Viel Gerede um nichts. Das sei der gewohnt. Okay, so viel zu dem Thema. Dann wünsche ich euch was und freut mich, dass wir uns mal wieder gehört haben. Macht's gut, haut rein. Euer Hans.